24. Spieltag in der Kreisliga Hannover Land, Staffel 2. Und es treffen der TSV Lute und MTV Engelbostel Schulenburg aufeinander. Der Tabellenführer gegen den Tabellendritten also. Und das riecht dann schon ganz stark nach Topspiel. Der TSV geht mit einer Derby-Niederlage im Gepäck in diese Partie und es schien, als wolle man diese Pleite so schnell wie möglich vergessen machen. Lute hier ganz in Grün von Anfang an mit Zug nach vorne. Thomas Blechert spielt den Ball die Linie runter auf den G2, der legt klasse ab auf den mitgelaufenen Sanchez. Der sucht aber nicht den Abschluss, sondern möchte Robert Berg in Szene setzen. Und auch wenn daraus nichts geworden ist, so war dieser Angriff schon mal ein Fingerzeig. Lute bereits in der Anfangsphase mit einigen Ecken und auf diese hier schauen wir mal etwas genauer hin. 6. Minute, hereingebracht von Stockholm und in der Mitte dann der Aufschrei und es gab Elfmeter. Foul an Berg, so die Entscheidung des Unparteiischen und das ist eine Aufgabe für Simon Eickemeyer. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und erledigt seinen Job sachlich, humorlos. 1:0 für den Tabellenführer. Beide Mannschaften trennten sich ja im Hinspiel mit 1:1 und dass Engelbostel nicht zufällig auf Platz 3 der Tabelle steht, wollten sie zeigen. Hier mal der Versuch mit einem Freistoß, aber dann doch nicht platziert genug. Danach wieder Lute, Markus Stockum mit dem Ballgewinn, Pass auf Alfonso G2, der setzt sich schön durch und sieht seinen Sturmpartner. Schöne Direktabnahme, Latte und jetzt das 2:0. Nein, das gibt's doch nicht. Lehrer bekommst du das Tor nicht auf dem Silbertablett. Durch den Lattentreffer bekam das Spielgerät noch zusätzlich Drall, aber trotzdem, den muss man natürlich machen, weiß Stockum auch. Aber wenn sich das mal nicht rächt. Wenige Minuten später, Befreiungsschlag des Keepers, einmal mit dem Kopf verlängert, dann nochmal direkt in die Schnittstelle gespielt. Timo Lohmann pariert, Nachschussmöglichkeit und auf der Linie rettet Simon Eickemeyer. Erst einmal durchatmen. Weiter auf der anderen Seite wieder schönes Zusammenspiel zwischen G2 und Stockholm. Der setzt sich durch und sucht den Abschluss. Weiterhin 1:0 für Lute. Mittlerweile hätte der Zwischenstand aber durchaus etwas höher ausfallen können. Es war trotzdem ein Hin und Her und so kam auch Engelbostel zu guten Gelegenheiten, so wie hier. Aber an Lohmann war zu diesem Zeitpunkt kein Vorbeikommen. Dann waren wieder die Lutheraner an der Reihe hier mit Steffen Eickemeyer. Er hatte hier die Möglichkeit auf G2 abzulegen, sucht aber selbst den Abschluss und verzieht knapp. Dann der Einwurf, wieder Steffen Eickemeyer. Der Ball wird direkt in die Mitte geklärt. Gewaltschuss von Dunkel und da ist Robert Berg. 2:0 für den TSV Lute. Erst das Knallbonbon per Dropkick von Marcel Dunkel mit seinem schwachen linken Fuß. Und dann ist es Robert Berg, der am schnellsten reagiert und seine Chance nutzt. Der Tabellenführer also auf Kurs. Aber Engelbostel immer wieder auch mit Vorstößen. Diesmal der Klärungsversuch von Lute, Hinterhaltschuss, Sanchez auf der Linie und dann nochmal die Möglichkeit. Und hier wird dann Handspiel reklamiert. In der Wiederholung sehen wir aber angelehnter Arm, Stockum dreht sich auch noch weg, also das kann man schon so sehen wie Schiedsrichter Lars Mahler. Nochmal der MTV mit einer guten Freistoßposition und er zieht den Ball in die Torwartecke, aber wieder Lohmann der Sieger in diesem Duell. Danach beruhigte sich das Spiel ein wenig bis zu dieser Szene und die sollte noch Folgen haben. Denn für die Nummer 13 Arne Sohnemann gab es für dieses Einsteigen die gelb-rote Karte und Kapitän Marcel Dunkel vom TSV spielte nach einer etwas längeren Behandlungszeit zwar noch weiter, musste dann aber in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Für ihn kam Tim Köhler ins Spiel. Ja, und die zweite Halbzeit war dann auch nicht mehr ganz so unterhaltsam wie die erste. Viele hohe Bälle wurden auf beiden Seiten gespielt. Es gab einige Verletzungsunterbrechungen, also der Spielfluss kam häufiger ins Stocken. Und trotzdem hatte Lute immer wieder gute Möglichkeiten. Schauen wir auf diese Szene. Die Lutheraner spielen das gut aus. Dann Kölpin, der Fahrt aufnimmt, der lange Ball auf G2. G2 mit dem Klasse-Tor. 69. Minute und der TSV mit der Vorentscheidung. Murat Kalender sucht und findet Daniel Kölpin. Der lässt sich hier nicht fallen, sondern macht weiter.
klasse nach vorne gespielt auf Alphonse Djidou und der verwandelt eiskalt. Und der Kameruner hatte sogar die Möglichkeit auf 4:0 zu erhöhen. Hier konnte aber auf der Linie geklärt werden. Und auf der anderen Seite nochmal Engelbostel mit Koulibaly. Schöner, flacher Direktschuss. Allerdings war er hier nur noch als Ergebniskosmetiker unterwegs, denn kurz danach war das Spiel zu Ende. Eine sehr unterhaltsame Partie und ein verdienter 3:1 Heimerfolg für den TSV, der seinem Ziel, dem Aufstieg, wieder ein Stück näher gerückt ist. Und wie das klingt, das sehen Sie hier. Hey, Schiedsrichterleiter, hey! Hey, Schiedsrichterleiter, hey! Hey, Schiedsrichterleiter, hey!